Armer Tech. Er hat sich extra geopfert, nur damit er Mario Bescheid sagen kann, wo sich Peach aufhält. Leider konnte er mir nicht sagen, wo noch mein Teleporterraum ist. Den suchen wir jetzt hier. Aber trotzdem willkommen zurück zu einer traurigen Folge Paper Mario. The Thousand Year Door, die Legende vom Millionentor. Eigentlich ist sie ja mehr oder weniger schon gelöst worden, könnte man so sagen. Warum ist die Tür hier offenstehend? Ist das die, wo wir rein müssen? Ja, ist es. Okay. Ja, ich bin schon ein bisschen rumgeirrt. Aber ich dachte mir, egal. Fangen wir trotzdem schon mal an. Wir haben jetzt alle 7 Sternjuwelen und könnten somit... Oh oh, was ist jetzt los? Hä? Wie ist jetzt? Okay, also der Teleporter funktioniert aber. Das war knapp. Peach, lebe wohl. Tech. Er war ja wirklich in sie verliebt. Ja, sorry, Mann. Peach ist meine. Ich kann nicht teilen. Das geht nicht. Tut mir leid, Mann. Einer musste gehen. Das geht jetzt so böse. Nein, das war ja seine Entscheidung zu gehen. Hast du auch was gehört? Ja, das war Tech, glaube ich. So, und mit dem Teleporter sind wir wieder vom Mond zurück am Boden der Tatsachen. Oh, da bist du ja, Mario! Hä? Hier bin ich! Professor Gumpert? Warum sind Sie denn hier? Ihr seid also zurück vom Mond? Habt ihr das Sternjuwel? Natürlich! Was? Ihr habt das geheime Hauptquartier der Kussion auf dem Mond gefunden? Dann habt ihr also auch Professor Peach gesehen, ja? Nee. Also ehrlich gesagt, der Kussion-Boss hat sie zu diesem Tor verschleppt. Also doch. Ich hatte vorhin ein ungutes Gefühl und bin zum Eontor gegangen. Da habe ich gesehen, wie ein verdächtiger Kerl mit der Prinzessin im Tor verschwand. Oh. Wirklich? Aber braucht man denn nicht alle 7 Sternjuwelen, um das Tor zu öffnen? So war ich hier stehe. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich fürchte sehr, Prinzessin Peach ist in Gefahr. Wir müssen also schnellstens das Tor öffnen und der Prinzessin helfen. Ich gehe schon mal vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Der geht nach rechts, aber rechts ist doch nicht frei, oder? Huh. Kollege kann durch die Wand laufen, glaube ich. Wie soll das denn hier gehen? Also, eigentlich müssten wir jetzt einen riesigen Umweg, glaube ich, machen. Es sei denn, hier gibt es vielleicht doch einen Weg hinein. So eine Abkürzung, so hoi, 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 pop. Nee. Gar nichts. Aber ja, ihr habt es alle gehört. Wir müssen zum Äonentor. Andererseits frage ich mich auch, ob es nicht vielleicht mehr Sinn macht, erstmal... Oh. Yoga, Mario. Ob es nicht vielleicht mehr Sinn macht, erstmal zur Oberfläche zu gehen und ein paar Aufträge zu erledigen. Jetzt wollen wir ein Kapitel durchhaben. Weil ich glaube, wenn wir zum Ionentalk gehen, wird bestimmt Kapitel 8 starten. Das Finale. Vermute ich mal. Ein Fluch von der Geist. Kia! Der Geist ist immer leider spukt weiter. Du fragst, wie ein Geist Mails schreibt? Ich habe Besitz vom Schaffner ergriffen und seine Hände genutzt. Aber sorge dich nicht, es geht ihm gut. Ich führe jetzt wieder mein Tagebuch, damit mein Leben dokumentiert wird. Also mein Leben nach dem Leben, ne? Selbst wenn es das Leben eines Untoten ist. Kia! Dir viel Erfolg bei deinen Abenteuern und bedenke noch, ist dir der Zugang ins Reich des Toten verwehrt. Obwohl ich mich freuen würde, dich zu sehen. Kia! Der Geist von Abteil 4. Oh cool, sie haben ein Foto von ihm gemacht. Wie nett. Nett vom Schaffner. Rat, die letzte Ausgabe. Ausgabe 7, Sonderausgabe. Rudigen heute, schockierender Skandal. Heute in den frühen Morgenstunden. Rakel T, 55. Ohrfeig Corsario, 25. In der Taverne. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Der Grund war eine verspätete Lieferung von Lebensmitteln. Schwätzende Seeleute hatten Corsario 2 Stunden lang in der Taverne aufgehalten. Glücklicherweise war die einzige Folge der Tat ein temporärer Gedächtnisverlust, der Corsario die Erinnerung an etwa 2 Stunden vor und nach dem Ereignis raubte. Ein zufällig bei der Tat anwesender Boxpromoter soll angeblich versucht haben, Rakel T für eine Karriere im Ring zu begeistern. Oh damn. Skandale ereignen sich immer wieder. Und was für den einen ein ganz gewöhnlicher Vorfall ist, mag für den anderen ein Skandal sein. Aber die Skandale in dieser Stadt sind alle geprägt von der Liebe der Bürger zueinander und zu dieser Stadt. Shopping-Detektiv, heute stellen wir die Frostgroß-Boutique in Großfrostheim vor. Also Frostgroß in Großfrost. Ah ja. Gefroren, so sagt man hier, sind die Pilze am besten. Tatsächlich ist auch die Qualität der übrigen Waren herausragend. Kommentar der charmanten Verkäuferin Bombine.
Hier ist es zwar ein wenig kalt, aber guten Kunden wärme ich jederzeit gerne mit einer kleinen Explosion in das Herz. Ich freue mich auf viele Kunden aus dem schönen Rohlingen. Gelegenheiten zum Einkaufen ergeben sich immer wieder und der Shopping-Direktiv wird auch in Zukunft neue Läden erforschen. Dem treuen Leser an dieser Stelle herzlichen Dank. Rezepte-Ecke, heute präsentieren wir unser letztes Rezept, das Paarmal. Gibt man einen Eishasen in eine Pfeffersuppe, so erkaltet die Suppe und man kann seinen Gästen ein Paarmal präsentieren. Ein idealer Start für unvergessliche Abende mit ganz speziellen Menschen. In gutem Essen zeigt sich die wahre Form der menschlichen Seele. Danke für viele Anregungen und Tipps und lasst es euch schmecken. Zum Schluss. Die letzte Ausgabe ist erreicht. Am Anfang war es schwer, dieses Rad ins Rollen zu bringen, aber wir glauben, unsere Leser sind zufrieden. Und wir sind stolz, es bisher geschafft zu haben. Danke für alles und vielleicht liest man sich ja mal wieder. Okay. Gefunden. Das Finale. Der Bonusdienst für treue Leser. Insider News. Ich hab nur gesehen, dass man hier weiter runterscrollen kann. Rechts an der Seite siehst du ja dieses Stick. Oh. Insider News. Im letzten Moment erreicht uns Nachricht von Wim Quismo 44. Oh, den kennen wir noch, den Quismo. Der beliebte Quizmaster hat sich in letzter Zeit zurückgezogen, um an dem neuen Quiz Wer ist der Ehrliche? Zu arbeiten. Die Vorbereitungen für das Quiz haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. So die Aussage des beliebten Stars. Deshalb mussten Auftritte in der Öffentlichkeit zurückstehen. Aktivitäten in der Zukunft werden mit Spannung erwartet. Geheime Rezepte. Nutzt man ein Item namens Punktetausch für Experimente in der Küche, so ist das Ergebnis ein Gericht mit vertauschter Wirkung. Und das heißt, nutzt man den Punktetausch für ein Item mit geringer Wirkung, dann nun, das sollte man wirklich mal einfach ausprobieren. Und damit sind wir wirklich am Ende. Danke allen, die sogar hier das Secret mitgelesen haben. Yeah! Ja, wie gesagt, wir sollten... Oder sind die Gegner weg? Nee. Oh Gott, das ist ein starker Gegner. Wow. Mama mia. Ja, wir sollten uns in der Oberfläche noch ein bisschen umschauen, bevor wir zum Eron-Tor hinlatschen. Hat sich hier irgendwas verändert? Stimmung irgendwie anders oder so? Ist Luigi hier noch irgendwo? Mit Luigi müssten wir mal, glaube ich, wieder reden. Der hat bestimmt sein Abenteuer jetzt auch fast vorbei oder sogar schon vorbei, ich weiß es nicht. Andererseits Bowser ist ja jetzt hinter Luigi her, ne? War das nicht so? Ja gut, wo ist Luigi? Ist er hier vielleicht bei Corsario? Nee. Hä? Wo war er denn letztes Mal? Letztes Mal war er ganz links, aber da wird er jetzt nicht sein, oder? Wo ist Luigi? Hm. Das ist ein Mysterium an sich. Kann man so sagen. Hey Papa, haben wir jetzt eigentlich... wir können einmal noch mit den Insignien upgraden. Habe ich wirklich so viele verfehlt oder kommen jetzt noch welche? Ich vergesse jetzt, weil ich muss hier stehen. Habe ich wirklich? Doch, ich habe Barbara gelevelt. Ich wusste es. Achso, ja, gut. Wen jetzt, ne? Machen wir mal Kupio als nächstes. Ich finde, er hat es verdient. Damit er auch mal kämpfen kann, ne? Alles klar. Auf Fuß, rauf Fuß. Bimdibus, auf Fuß. Danke, Mann. Kein Problem. Okay. Sehr gut. Uns fehlen, glaube ich, noch 8 Insignien oder so. Da frage ich mich wirklich, ob wir die verpasst haben. Keine Ahnung, du. Warum sind die alle so grün gekleidet auf einmal? Hohe Prinzipien. Ich bestehe nur Reiche. Nee. Sind die schon immer grün gekleidet gewesen? Ich bin langsam verrückt hier. Boah. Direkt 4 neue Aufgaben. Ja, dann machen wir die doch direkt. Stimme weg von Explosiv. Eine üble Erkältung hat mir die Sprache verschlagen. Könnte mir jemand einen Honigbonbon bringen, das meine Halsschmerzen lindert? Honigbonbons werden aus einer Backmischung und Honigsirup hergestellt. Du findest mich in Großfrostheim in der Nähe des Schneemanns. Okay, merken wir uns das? Guck mal, was am einfachsten ist. Luigi treffen von Fanti. Liebster Luigi, ich erwarte dich am Springbrunnen in Bad Glimmerich. Ich meine, wir sehen aus wie Luigi, von daher passt das, ja? Okay, Bad Glimmerich, das ist ziemlich einfach. Lieferung von Goldfried. Ich habe etwas, das General Bomb überbracht werden soll. Hol das bitte zunächst bei mir in Bad Glimmerich ab. Okay, das klingt auch ziemlich easy. Nur das hier klingt ein bisschen komplizierter, weil ich erstmal die Zutaten sammeln muss. Und Rundschreiben von Dorfvorsteher. Könnte jemand das Rundschreiben vom Seniorenclub für mich weiterreichen? Komm zunächst in mein Haus nach Düsseldorf, dann gebe ich es dir. Okay, machen wir erstmal von oben nach unten.
Das klingt für mich so am sinnvollsten. Zum Düsterdorf. Alles klar. Dann ab geht die Post. Mario, du hast meinen Auftrag angenommen. Ich bin sicher, du schaffst es. Dieses Rundschreiben vom Seniorenclub muss zu der alten Bubuma gebracht werden. Eigentlich mache ich das immer selbst, aber meine Kreuzschmerzen... Oh, wenn du das für mich übernehmen könntest. Aber kein Problem. Das scheint zerlesen, okay? Gut, dann auch zu Bubuma. Sie ist ja mitten am Anfang von dem Baum. Hallo, Bubuma. Oh, Caprio, du kommst, weil du meinen weißen Rat brauchst. Nee, ich wollte nur, dass du ein bisschen unterschreibst hier. Oh, du bist extra gekommen, um mir das Rundschreiben vom Seniorenclub zu bringen. Ich danke dir, das kommt sicher vom Düsterdorfer Dorfsteher. Oh, dieser Jungbrunnen neulich hat mir wirklich gut getan. Ich müsste das eigentlich zum Bürgermeister von Blütenweiler bringen. Aber mein Bruch, könntest du das nicht für mich erledigen? Oh nein, das muss ich das weiterreichen? Okay. Blütenpfeiler. Das ist nicht weit entfernt, schätze ich. Bürgermeister! Oh Mann, ihr alter Freund, was kann ich denn für dich tun, mein Junge? Deine Stimme wird auch immer weniger, ne? Oh, im Alter passiert das, ne? Was? Das Rundschreiben vom Seniorenclub? Aha, von der alten Bubuma. Sie hatte mir doch auch noch dieses Blutdruckmessgerät ausgeliehen. Das Rundschreiben, ach ja. Würdest du es bitte dem Bürgermeister von Düsseldorf zurückbringen? Ich glaube, ich bin ein wenig erkältet. Also bring das Rundschreiben bitte dem Bürgermeister von Düsseldorf. Ich zähle auf dich, Manio. Okay, und jetzt wieder zurückbringen. Verstanden. Da bin ich wieder. Hallo Mario, hast du das Rundschreiben abgegeben? Na, klaro doch. Mein Name wäre sonst nicht Manio, Cabrio, was auch immer. Der Bürgermeister von Blütenwald hat eine Erkältung, oh, der Arme. Und deswegen bringst du mir das vorbei? Ach, vielen Dank. Ich hab schon gewartet, bitte, deine Belohnung, hier. 30 Münzen, okay, der Standardbetrag. Okay, ist okay. 1000 Münzen aber schon. Leb so lange du kannst, ist das Motto unseres schon seit 20 Jahren bestehenden Clubs. Wir tauschen Geheimrezepte für ein langes Leben aus. In 20 Jahren könntest du auch beitreten, Mario. Mario ist auch noch nicht so alt, okay? Ich altere nicht so schnell wie Donkey Kong. Okay, dann ersten von 4 Aufträgen abgeschlossen. Gehen wir zum nächsten. Als nächstes machen wir die Lieferung für Goldfried. Hol es bitte bei mir in Bad Glimmerich ab. Ja, wisst ihr, wer Goldfried ist? Der Goldene in Bad Glimmerich. Der Goldene Bob-Bomb. Auf geht's! Hallöchen. Na, hi. Hallo Bamba. Wie war dein Flug mit der Kanone? Ich hätte ja da auch eine Idee für ein Geschäft auf dem Mond. Aber erstmal zu meinem Auftrag. Könntest du das hier General Bomb umbringen? Was denn? Eine Lieferung von Goldfried an General Bomb um. Ich glaube, er ist nach Großfrostheim zurückgekehrt. Tut mir leid, dass es so ein weiter Weg ist. Ja, wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe schon gesehen, aus irgendeinem Grund wurde bei mir die Abkürzungsröhre noch nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht warum. Normalerweise wird er eigentlich immer freigeschaltet, so nachdem man ein Kapitel freigeschaltet hat, fertig gemacht hat, aber hier noch nicht. Habe ich das Kapitel vielleicht erst richtig durch, wenn ich unten bei mir runter war? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das sehr seltsam und das wird wahrscheinlich bedeuten, dass ich den Weg manuell zurückgehen muss. Heißt, ich gehe erstmal wieder die Gullidecke runter, dann nach links in die Röhre, dann den ganzen Schneeweg nach rechts in die Stadt hinein, weil aus irgendeinem Grund die Röhre hier fehlt. Warum auch immer. Okay, da bin ich auch schon wieder. Ja, wo ist er denn? Also letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, war er hier drinne. Dort können wir aber nicht rein, oder werden wir wahrscheinlich auch niemals rein können. Ah, Bomb um war der, den wir gesucht haben. Das bedeutet, das war der, der am Ende hier geschlafen hat, glaube ich, ne? Wo ist er hin? Was? Steht noch Bomb um? Er hat heute Morgen gesagt, er muss kurz weg. Er wollte wohl der Bar in Rohling einen Besuch abstatten. Ah! Nein! Nicht schon wieder! Komm schon! Könnt ihr mir nicht zumindest hier diese Warp-Röhre freischalten? Wo spawnt die überhaupt? Mann, wieso? Ich muss jetzt wirklich den ganzen Weg zurückrennen. Ist das euer Ernst? Das ist euer Ernst, Mann?
Okay. Er wird dann bestimmt in Rohlingen sein. Hey, kurze Frage. Kann das irgendwie sein, dass der gar nichts mehr verkauft, bis ich nicht alle Items, die er gerade hat, aufgekauft habe? Bei oben rechnet ja auch 12 und 15 Items gekauft. Ich meine, okay, meinetwegen kaufe ich halt den Rest seiner Orden, wenn das ihn glücklich macht. Aber er hat ja seit langem nichts mehr Neues. Sinkt Marius KP auf 1, erhöht sich der Angriff um 5. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber werde ich nicht benutzen. Die Stoppuhr. Ja, ist halt ein normales Item. Viel zu betäubt, was euch hier für verkauft, aber ich mach's jetzt mal. Kriegsspur. Außerhalb des Kampfes werden Marius Schritte super langsam. Okay. Weiß nicht, ob das irgendwie hilft, keinen Gegnern zu begegnen, aber ja. Und Brulaken macht körperlos und unangreifbar, wieder viel zu teuer, wenn ihr mich fragt. Hey, vielen Dank, du hast ein wirklich gutes Geschäft gemacht. Gelegentlich wechselt mein Angebot, also schau mal wieder vorbei. Ist alles ausverkauft, Mann. Alles fair, danke. Ach, kein Problem. Für dich doch immer wieder gerne. So, in die Taverne. Hi. Habt ihr ihn gesehen? Mit der Rebombum, mit dem habe ich gerade ein Schwätzchen hier gehalten. Wir sind nämlich alte Freunde. Ich kenne ihn bereits seit seiner hochexplosiven Jugend. Wie impulsiv wir damals noch waren. Und was sind damals Gläser zu Bruch gegangen? Ha, hätte die gedacht, dass aus dem mal sein anständiger Bobbaum wird. Nur das Vagabondieren kann er nicht so recht lassen. Er sagte übrigens, er wollte in die Bar nach Falkenheim als nächstes. Der Betreiber der Bar dort ist ein alter Kollege von mir. Ich stehe ihm meine Grüße aus. Ah, geht das wirklich jetzt wieder weiter? Kurz auch, sing mir ein Lied. Hallo Mario, ich bin doch der 32. Mann von Rohlingen, weil bei der Reise mit dir mein tolles Schiff zerstört wurde, weißt du noch? Aber ich bereue nichts, wir könnten mal wieder was zusammen unternehmen. Mann, ich beerbe Milizing. Jetzt ist aber langsam mal gut, Kollege, er ist wieder nicht hier. Hey, General Bobum, er hat ein Gläschen getrunken und ist gleich wieder weg. Er kommt oft hier vorbei. Du kennst doch die schwarz gekleidete Dame, die immer hier ist, oder? Ja, die nehmen uns. Genau, ich glaube, der General hat ein Auge auf sie geworfen. Ist so ein Gefühl von mir. Viele Männer kommen hierher, um eine Frau kennenzulernen. Gut für mich natürlich. Sag es niemandem, aber dieser Aurelius ist auch einer von ihnen. Von den Frauen? Ach so, nee, von denen, okay. Übrigens hat General Bombum gesagt, er wollte zurück nach Großfrostheim. Aber ich glaube, er wollte vorher noch Goldfried treffen. Komm schon, sei hier, komm schon, sei hier. Nein, wo ist er? Oh, Bamba, General Bambum war gerade hier. Aber du hattest das Päckchen, das ich ihm geben wollte. Von daher, ja, Pech gehabt. Ich habe ihm gesagt, er soll nach Großfrostheim zurückkehren. Es war ein großartiger Bambam, aber leider auch ein großer Vagabund. Und außerdem wecken ihn keine 10 Pferde auf, wenn er einmal schläft. Diesmal ist er bestimmt in Großfrostheim. Ob du wohl nochmal gehen würdest? Ja, ja. Ich werde nochmal den kompletten Weg ohne Wahlbrücke zurückgehen. Nein, 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 das ist kein Problem, mache ich gerne. Doch für meine besten Freunde will ich das. Ich will das gerne. Ja, ja. Hey, Bombom, ich habe gehört, du bist hier zu Hause. Das ist ja mal richtig schön, dass du wieder nach Hause gekehrt bist. Ich dachte gerade ganz kurz. Doch nein, komm schon. Langsam ist es aber auch mal gut hier. Ey, das Spiel macht was mit mir, ne? Bin so froh, dass es die Warpräume gibt. Nur nicht für dieses Gebiet, warum auch immer. Also doch, gibt es eigentlich schon, aber ich habe es aus irgendeinem Grund noch nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich kriege ich es wirklich erst, wenn ich das nächste Kapitel starte, aber ich will es noch nicht starten. Also, der wird wirklich nicht wach. Doch, der wird schon wach. Keine Chance, ihn zu wecken. Doch, doch, doch. Wird überhaupt nicht wach. Ach doch! Ein bisschen mehr Mühe reintun. Schiff tief und fest. Einmal. Der Rücken. Oh, sehr gut. Oh, Mario, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, weiß nicht mehr. Du hast eine Lieferung von Goldfried. Und du hast mich überall gesucht, um ihn zu bringen. Tut mir leid, dass du dir so viel Mühe machen musstest. Ja, ich hoffe, du tust dir leid, Alter. Aber jetzt bist du ja da. Also gib schon her. Gott sei Dank. Langsam reicht's auch mal hier mit dem Hinterher. Gut, das wär's dann. Jetzt holst du deine Belohnung ab. Dann sagt Goldfried einen schönen Gruß von mir. Und ich werde mal nach der großen Kanone sehen. Ernsthaft? Ich muss jetzt wirklich nochmal zurück zu Goldfried? Oh Mann. Ey, wirklich im GameCube-Original musst ihr
Musst du wirklich die ganze Zeit mit dem Glimmer deiner neu fahren? Schrecklich. Ne, ich sag euch jetzt einmal ganz kurz, wie der Rückweg hier aussieht. Damit ihr seht, was ich die ganze Zeit durchmachen muss. Ich habe jetzt nämlich eine Speedrun-Taktik. Ja. Bam. Bam. Damit ihr hinter einem spawnt, weil die geht dahin, wo die denkt, wo du hingehst. Wenn du nach hinten guckst, dann geht sie hinter dich. So, deshalb mache ich immer diesen kleinen Dreher. Hier einfach schnell ausweichen, geht ganz easy. Und dann ist hier die Röhre. Toll, was? Yay. Oh, hä? Kollege hat neue Sachen? Dressmann W? Mario bekommt ein Outfit in various Farben. Warte, was? 432 Münzen, Alter! Und ein Ouch-Orden. Verdoppelt den Schaden, den Mario bekommt. Warum auch immer. Und schau mal, wie teuer ein Ultrapilz hier wäre. 120. Items 14 von 15. Müssen wir also nur eins kaufen, oder wie ist das? Ach stimmt, das oben rechts könnte bedeuten, wie viel man kaufen muss, bis er sich wieder neu auflädt. Wisst ihr? Okay, kaufen wir den Dressmann W. Man kann einfach als Wario spielen. Oha. Ja, und den Ouch-Orden. Einfach nur, damit ich die Orden sammeln kann. Aber wozu soll ich mein Geld sonst noch ausgeben hier in dem Spiel, ne? Items 14, 5, 5, 6. Ach nee, warte mal, das oben rechts ist, wie viele Items ich tragen kann. Okay, sorry, ich bin voll Idiot. Alles gut. Aber das will ich jetzt mal sehen. Kann ich wirklich einfach Wario spielen? hier. Hä? Was zum. Das ist lila und nicht gelb? Ach so, weil ich gelb. Weil ich den Luigi und den Wario-Orden kombiniert habe, ist jetzt Waluigi draus geworden. Oh mein Gott, ist das cool. Aber schade, dass es keinen extra Orden für Waluigi gibt, weil ich hätte gerne den Text gelesen in Waluigis Farben. Ich würde sagen, wir machen erstmal Warios Outfit für ein paar Folgen und dann Waluigi in den späteren Folgen. Oder was mit ihr? Ich finde, das sieht aber stylisch aus. Das hat was. Damn, Mario. Damn. So, Goldfried, ich hoffe, du bist glücklich und zufrieden. Hast du den alten General Bombom getroffen, ja? Endlich? Ja, dann ist ja gut. Und das Päckchen hast du ihm auch gegeben, ja? Danke, Bomba. Vielen, vielen Dank. Hier ist die Belohnung. 64 Münzen, danke. Das ist kein Geizer. Kein Geizkragen. Danke, Mann. Das ist mehr als das Doppelte, als man sonst bei diesen Aufträgen bekommt, oder? Also, es war natürlich nicht worth it, ist klar. Aber trotzdem, wir machen ja alle Aufträge und das ist eine schöne Belohnung. Und auf zum nächsten Auftrag. Luigi treffen! Liebes Luigi, ich warte hier am Springbrunnen in Bad Dämmerich. Also wenn wir uns als Luigi verkleiden, vielleicht könnte dann dieser Auftrag schon fertig sein. Oder muss ich wirklich als Luigi finden, ihn ansprechen und sagen, ey Bro, komm mal bitte her, ich bin Fan von dir, Mann. Oder was? Am Brunnen, sagst du? Du? Hallo, du hast meinen Auftrag übernommen. Ich hatte ja gehofft, Luigi würde kommen. Na egal, ich möchte, dass du Luigi herbringst. Hä? Ich bin ein großer Fan von ihm und muss ihn unbedingt treffen. Außerdem, ich habe auch einen Kuchen für ihn. Also verstanden, mein Auftrag lautet, bring Luigi her. Aber wir haben Luigi at home. Moment. Ja. Und. Jetzt. Geht das? Oh, es geht wirklich. Oh, ich erkenne dich ohne Zweifel. Du bist es, du bist der Einzige, der ist Luigi. Hast aber ein bisschen zugenommen. Oh, wow. Ich bin so überwältigt. Was soll ich nur sagen? Oh, ich habe Luigi verlegen gemacht. Oh je, was mache ich nur? Ja, genau, der Kuchen. Eigentlich wollte ich selbst backen, aber dieser hier ist von Raggedy. Luigi, bitte nimm dies. Oh, ein Schokokuchen. Leckerer Kuchen von Raggedy. Stellt 5 KP und 15 BP her. Ist okay. Not bad. Oh mein Gott, was? Oh Mario, du hast ja die gleichen Sachen wie ich an. Hey. Ah, du bist Luigi's Doppelgänger. Was? Ich bin kein Doppelgänger. Ich bin Luigi, Mann. Oder Mario? Ne, ist doch richtig so, ne? Sag doch auch mal was. Oh. Ja, was ist dieser Kerl? Der bedrängt den Luigi. Was der sich einbildet, dieser Betrüger und so zu belästigen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch wohl ein schlechter Traum, Mann. Das glaube ich nicht. Polt hat wirklich geweint. Oh nein. Oh nein, warum muss immer mir so was passieren? Wie schrecklich, wie peinlich. Ich soll es nicht schwer annehmen? Danke, Luigi, du bist wirklich sehr nett. Danke, dass du hier warst. Heute war der glücklichste Tag meines Lebens. Vielleicht schaust du ja mal wieder vorbei. Ja, mal schauen. Also, das Ganze war nur für die lustige Szene. Ja,
Sie war lustig, gebe ich zu. Stimmewerk habe ich mir extra als letztes aufgehoben, denn Honigbonbon muss man hier bringen. Und das kann man mit einer Backmischung und Honigsirup bei Rakelty Herstellung herstellen. Weiß noch nicht, wo ich dieses Honigsirup herbekomme. Mann, ich kann nicht mehr reden. Wo ich das Honigsirup herbekomme. Aber, oh, Großfrostheim. Backmischung zeige ich euch eben. Aber Junge, Großfrostheim, ernsthaft. Okay. Hallo Süßer. Da setzt ihr meine Pause gern. Was gibt's denn? Ich will ein paar Prämien tauschen. Hier kriegt man nämlich die Backmischung, nach der wir suchen. Du kannst aber nichts mehr tragen, Mann. Komm wieder, wenn du mal was tragen kannst, Idiot. Ja, okay. Diesem Schlag und diesem Sprung zeigt Margarete, was an der Hake ist. Weiß nicht, was es bedeuten soll, ehrlich gesagt. Ich kann auch sowas wie Multisprung, Erdbeben, alles, KP Plus. Kann man sich kaufen. Rosa, 3 Goldbarren, ein Goldschein. Geld, Geld. Nach einem gewonnenen Kampf findest du mehr Münzen. Nett. Ja, hier kriegt man die Backmischung. Ich mach kurz mein Inventar frei. Ich werde jetzt endlich mal etwas tun, was ich schon seit langem hätte tun sollen. Ich werde jetzt endlich Items lagern und vom Lager herholen. So, erstmal den Stuff, den ich hier überhaupt nicht nutze. Die beiden zum Beispiel. Trockenblume, da können wir die Trockenblume können wir auch mal lagern. Das ist ein Geschenk. Ich würde es nicht essen. So, was haben wir denn im Lager? Wir hatten vorher schon ein paar Items. Aha, Gelee Royal, Wackerkick und Ultrapilze. Ich würde mal sagen, ich nehme mal einen Ultrapilz hier raus. Und ansonsten passt das eigentlich, wie wir gerade ausgeschaltet sind. Der Rest kann erstmal bleiben. Genau. Ach so, und ja, das Super Luigi 4, Band 4, Buch, was auch immer, wollen wir uns natürlich auch noch kaufen. Aber ich werde es noch nicht vorlesen. Ich werde es erst vorlesen, nachdem wir das letzte Mal mit Luigi geredet haben. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Ich glaube, wir werden ihn auch erst nach dem nächsten Chapter finden, aber egal. Oh Mann, ich Vollidiot. ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was ein Honigsirup war. Das war Ahornsirup und schlechter. Oh Mann. Ja, und direkt nebenan ist Rakelty, bei der wir direkt kochen können. Ja, aufpassen, die ist böse und gemeingefällig. Die kann wirklich zuschlagen, die Frau. Also, bisschen Abstand nehmen. Was willst du? Willst du vielleicht was kochen oder so? Ja, sollst du. Aber bitte zwei Zutaten miteinander zusammen kochen. Und zwar einmal Honigsirup mit einer Backmischung. Ich glaube, die Reihenfolge ist egal. Sollte egal sein. Wenn nicht, bin ich jetzt sauer. Aber das sollte egal sein. Hier, nimm es. Okay, werde ich machen. So, fertig. Ich hoffe, es schmeckt dir. Honigbonbon. Schätzt 20 Beben wieder her. Oh, ist ein nice Item. Kann ich wirklich empfehlen. Oha, krass. So ein kleines Bonbon. Wo sind wir hier? Mario Party. Krass. Okay. Großfrostheim. Fuck. Neben dem Schneemann also. Wo ist denn hier ein Schneemann? Oder soll das hier ein Schneemann darstellen? Ich schätze schon, oder? Ja, doch. So, stimmt, das ist Halsschmerz, kannst nicht reden. Ja. Boah, wie schrecklich. Aber ganz im Gegenteil, ich bin ganz deiner Meinung. Das macht doch nichts, überleg dir das noch einmal. Das weiß ich auch nicht. Ach, das macht doch nichts. Schon okay. Ja, nimm den Bonbon. Du brauchst Baby, um zu reden, was? Ah, ich kann wieder sprechen. Du weißt schon, die ganzen Explosionen. Da kann es schon mal passieren, dass es dir die Sprache verschlägt. Danke, du hast mir sehr geholfen. Hier ist Belohnung. Okay, der Standardpreis. Alles klar. Danke, Mann. Boah, bin ich so pleite, ey. Ey, aber das W-Dress, das hat sich gelohnt. Ich werde Sprache rumlaufen, das ist lustig. War Luigi zwar auch, aber das ist auch ganz schön lustig. So, und ich hoffe, ihr fandet die Folge auch irgendwie lustig, wie ihr mich leiden sehen konntet und so. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann beim nächsten Mal wirklich mit Kapitel 8 anfangen und wirklich auch zum Ionentor gehen und schauen, was es denn damit so wirklich auf sich hat. Ist Prinzessin Peach unten beim Ionentor? Wird Professor Gumbart uns helfen können? Und ganz wichtig, wird es einen Dämon geben, den wir erwecken? Seid gespannt.